Servus und hallo und willkommen zu einem, ja, etwas anderen Video. Challenge kann man sagen. Vom lieben Scully, die Hardcore-Challenge. Aber ich mag's noch ein bisschen extremer. Ich benutze keine Items. Ich bleibe klein, bis dass ich verreck. Uiuiui, na das kann ja was werden. Und ja, fangen wir gleich mal an. Keine Items, was auch immer. Trotzdem durch, bis zum geht nicht mehr. Also bis zum bitteren Ende quasi. Na, das kann ja was werden. So. Los geht's. Oh yeah. Ja, das ist eine 1. Ohne Items. Hier durch. So, dich ignoriere ich mal gekonnt. Moment, zählen. Okay, da muss ich Midway Points auch noch vermeiden. Oh Gott, ob ich das in den Kopf bekomme. Das ist wieder eine andere. Moment. Da erscheinen Dingsbums. Nein. Eieiei, das ist ein ganz anderes Kaliber gerade. Weg mit dir, du störst. Alles in klein. Wird vor allem böse. Keine Items, nicht mal Stern, kein Power-Up, nix. Das wird richtig zäh. So. Okay, erstes Level geschafft. Eigentlich schon zwei wegen gelber Pi als gegen Schalterpalast. Jupp. Dich nehme ich mit. Auch nicht. So. Schaltersprung. Schade. Das war wohl leider nix. Nö. Der einzige Vorteil beim Kleinsein ist, dass man nicht so leicht getroffen wird. Man stirbt zwar sofort, aber... Und man muss sich nicht mehr um Items scheren, die man einsammeln will. Das hat so seine Vorteile. Aber Moment, was ist mit Yoshi? Zählt Yoshi als Item? Ich denke mal schon, weil es ist ein Hilfsmittel. Und Hilfsmittel sind hier verboten. Nein! Okay, die Montis sind richtige Oh Gott, das sind ja jetzt richtige Ärsche. Bei sowas lasse ich mir jetzt Zeit. Ich geh rein. So, Sicherheitsschutz und so. So, ignorieren und geschafft. Eieieiei, oh Gott. Das nenne ich Hardcore-Challenge Scully. Ich weiß nicht, ob Matty schon sowas gemacht hat mal. Oder Mani. Oder sonst irgendwer, den ich kenne. So. Die darf ich nicht benutzen. Die Challenge ist ja auch vorbei, wenn ich ein Power-Up einfach so einsammle. Was auch ziemlich arschig ist. Aber hey. Weil es kann... Ich wäre fast da durchgerannt. Oh Gott, ich muss mich das so derbe konzentrieren. Dass ich hier wirklich nichts einsammle hier. Krass, krass. So, jetzt kommt die Passage. Ich renne hier einfach so durch. Ja, so weit, so gut. So. Das
Das ist ja ziemlich derbe. Okay. Gott, da wären es gleich zwei Power-Ups, aber ich kann sie beide nicht einsammeln. Und jetzt muss ich auch noch extra auf diese Stachelteile achten, die da herumschwimmen. Das kann ich alles vergessen hier. Weg. Manche schwimmen schneller, manche langsamer. Das ist ziemlich fies. Kamen die... Ich überlege gerade, kamen die überhaupt mal wieder aus in dem Level? Ach, da kommt der Fisch. Wow! Respawn, die Gegner sind fies. Aber egal, geschafft. Auf geht's zu Iggy. Fällt gerade auf, das Teil hatte nicht mal eine Hälfte. Iggy's Kastel. Iggy's Kasten. Schloss. Was auch immer. P-Switch. Oh Gott. Brauche ich nicht. Weg. Fackel ich einfach ab. So, Podobo. Ich warte. Sammeln. Oh Gott, mein Auge juckt gerade. Das ist unangenehm. Ich könnte mich einfach treiben lassen, aber das wäre auch keine gute Idee. Nein, ich muss ich auch vermeiden. Alles derbe vermeiden hier. Wahrscheinlich sterbe ich bei Iggy, sie ist schon kaum. So. Oder auch nicht. Let's go. Ach, jetzt kann ich mir ein Auge kratzen. Und boom. Iggy. Na, wenigstens ist... mal eine Welt geschafft. Boom. Raus aus der Insel. Rein zur Donautinsel. Ui. Und da fliegen nur die Koopas so herum. Und ich darf die nicht zusammenhüpfen. Oh Gott. Na! Baseball Chucks, die schlimmste Art von Chucks. Oh, da kann ich abkürzen. Bonus Game. So. Lotus Volcano. Warum sind da so viele Baseball-Idioten? Weg mit dir! So. So, dich darf ich nicht einsammeln. Oh shit! Uiuiui. So, Donut Plains 2 Höhlen Action. Oi. Ich lasse die Leute einfach vorbeiziehen. Ist ja auch nichts Schlimmes.
Das sag ich's grad. War gerade jemanden, wie weit er gekommen ist, beziehungsweise sie. Naja, jedenfalls, das war mein Hardcore-Challenge-Versuch. Naja, ist ziemlich spärlich ausgegangen, aber nur weil ich mich so blöd angestellt habe. Naja, ausprobiert. Ich kann's besser, aber ja, das kann man immer sagen. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen und ja, ohne Power-Ups ist das halt eine andere Liga. Gut, bis zum nächsten Mal, euer Gaudemann. Und nicht vergessen, in Gaudi we trust. Tschüss!